Herzlich willkommen beim Hilton Talk, den Titan der Bildungspolitik. Josef Kraus zum Hilton Talk, so wird er wirklich genannt. Herzlich willkommen. Haben wir schon alles gesagt? Ja, schon alles gesagt. Na, wir sind gespannt, was Sie jetzt sagen werden. Herzlich willkommen. Bitte Dankeschön. Schön. Dankeschön. Jawohl. Erste Frage, lieber Herr Kraus, wie fährt man eine Bildungsnation an die Wand? Oh, das ist eine gefährliche Anspielung. Ich habe nämlich ein Buch geschrieben mit dem Titel, wie man eine Bildungsnation an die Wand fährt. Ja. Ich würde den Titel nicht nochmal wählen, weil ich den Eindruck habe, dass manche Kultusminister das als Gebrauchsanleitung verstanden haben. Aber es ist natürlich bei erheblichen Unterschieden, das muss man der Gerechtigkeit und der Wahrheit halber sagen, unter den 16 Bundesländern, in manchen Ländern wirklich geschehen in den letzten 50 Jahren. Sehr verkürzt gesagt, durch einen Egalisierungswahn. Abitur für alle, ja. Gymnasium für alle. Wobei ich immer darauf geantwortet habe, wenn alle Abitur haben, hat keiner mehr Abitur. Wenn alle am Gymnasium sind, ist keiner mehr am Gymnasium. Dann durch einen auch von den 68ern geprägten Hedonismus, Leistungsfeindlichkeit. Ja. Schule muss Spaß machen, Schule muss ein Ponyhof sein. Ja, nur noch Stress, wird alles nur noch als Stress erlebt, statt dass wir unseren Kindern was abverlangen, dass wir ihnen was zutrauen, dass wir ihnen etwas zumuten. Also, dann der Gleichheitswahn, ja, habe ich angedeutet, die Leistungsfeindlichkeit, der Quotenwahn, Sie haben es ja in den einführenden Worten gesagt, dass wir durch diese Pseudo-Akademisierung, die wir betreiben, letztendlich einen riesigen volkswirtschaftlichen und Bildungsstandort-Vorteil Deutschlands zunichte machen, nämlich unsere hochqualifizierte, weltweit anerkannte berufliche Bildung. Qualified in Germany im dualen System. Andere Länder hätten sie gern, auch jeder US-amerikanische Präsident von Clinton bis Bush und so weiter hätte es gern. Wir machen es kaputt. Mit der Folge zum Beispiel Fachkräftemangel. Wir haben seit 2014 in Deutschland mehr junge Leute, die eine akademische Ausbildung beginnen, als junge Leute, die eine berufliche Bildung anfangen. Und was Sie ja auch angedeutet haben, ich kann es nur unterstreichen, Studierberechtigte immer mehr. Ich habe mittlerweile unterscheiden gelernt zwischen Studierberechtigten und Studierfähigen. Was sind die Trümmer der deutschen Bildungspolitik, Herr Kraus? Natürlich wieder von Land zu Land unterschiedlich. Wir haben ja innerhalb Deutschlands ein erhebliches Leistungsgefälle, das man nicht wissen will. Darum gibt es auch 2009 keinen innerdeutschen PISA-Vergleich mehr. Weil sich da gezeigt hat, dass alleine bei den 15-Jährigen wir innerhalb Deutschlands ein Leistungsgefälle von bis zu 2 Jahren haben. Müssen Sie sich mal vorstellen. Ja. Dass in gewissen Bundesländern, gut, Bayern gehört noch, sage ich, mit dazu, ja, einfach ein Neuntklässler in etwa weiß, was ein Neuntklässler können muss, in anderen Bundesländern, der ja auf dem Niveau eines Siebtklässlers ist. Und wieder andere Bundesländer wie beispielsweise Berlin, arm aber sexy, oder man könnte auch sagen doof, aber sexy, die begnügen sich mit Mathematikaufgaben in der 10. Klasse, die etwa lauten, gegeben sind 3 Ziffern, die Ziffern 2, 3 und 6 bildet daraus die größtmögliche dreistellige Zahl. 10. Klasse, meine Damen und Herren, ja, was früher Grundschule war. Nein, wir lügen uns in die Tasche. Dichtung und Wahrheit. Viel Dichtung oder mal mathematisch kompliziert ausgedrückt, dieses Publikum versteht das hundertprozentig, Qualität und Quantität verhalten sich reziprok. Etwas kompliziert ausgedrückt, was Sie gesagt haben, die Quote wird nur gesteigert, indem die Qualität abgesenkt wird. Und viele Ausbildungsbetriebe, viele Universitäten müssen mittlerweile Liftkurse machen, weil die jungen Leute, die können ja nichts dafür. Das ist der Versagen der Politik, weil viele junge Leute nicht mehr das mitbringen, was sie eigentlich mitbringen müssten. Welche Ideologie steckt hinter der Bildungspolitik? Die Bildungspolitik gibt es nicht, das ist ganz klar.
Wobei ich allerdings Befürchtung habe, dass alles mittlerweile sich vereinheitlicht. Zentralisiert. Ja. Nur mal ein Beispiel. Ja. Man kann ein Bildungssystem, nochmal den Titel, wie man eine Bildungsnation an die Wand fährt, ein Bildungssystem, das eigentlich eine gute Substanz hat. Ja. Und wo ich immer gedacht habe, nein, höchstens innerhalb von 2, 3 Schülergenerationen kann man das kaputt machen, so eine gute Substanz. Baden-Württemberg hat es von 2011 bis 2016 geschafft. Baden-Württemberg war immer unter den 4 Führenden in Deutschland. Bayern, Sachsen, Thüringen, die steigen auch ab, hat auch mit der politischen Konstellation etwas zu tun, und Baden-Württemberg. Und da gab es in Baden-Württemberg, wie Sie wissen, eine andere Koalition. Und Ende 2016, bei den letzten Evaluationen, fand sich Baden-Württemberg nicht unter den vordersten 4, sondern unter den hintersten 4 auf der gleichen Ebene wie Brandenburg, Bremen und Berlin. Ja. Sauber. Sie haben ein aktuelles Buch geschrieben. Das ist ganz aktuell, sozusagen aus der Druckerpresse. 50 Jahre Umerziehung. Die 68er und ihre Hinterlassenschaften. Tolles Buch. Unter den Talaren Muff von 1000 Jahren, so sind die ja damals angetreten. Was war, um uns das nochmal ins Gedächtnis zu rufen, an den Bildungsidealen der 68er falsch? Ja, nochmal, schon angedeutet. Der Egalisierungswahn, die Leistungsfeindlichkeit, der Quotenwahn. Und übrigens, das wird man vielleicht nicht sofort in Verbindung bringen, ja, die empirische Wende der Pädagogik. Das heißt, alles, was an Bildung geschieht, muss sich messen lassen. Bis hin zu dieser verarmenden, reduktionistischen Definition, Bildung ist das, was der PISA-Test misst. Und da sitzt man dann einer OECD auf, da sitzt man dann Deutschlands oberster Bildungsgouvernante in Gütersloh, Bertelsmann-Stiftung auf, ja, und meint Quote, Quote, Quote und noch mehr bessere PISA-Ergebnisse. Nein, PISA hat eine Menge, und das hat auch mit den 68ern zu tun, an Kollateralschäden mit sich gebracht. Vor allem eben den Kollateralschaden, zu glauben, dass PISA Bildung misst. Nein, PISA misst vielleicht 10% des Bildungsgeschehens. Ein bisschen was von Literacy heißt Text-Informations-Entnahmekompetenz. Ein bisschen was von rechnerischem Verständnis, ein bisschen was vom naturwissenschaftlichen Verständnis. Und auf dieser Basis glaubt man, eine Aussage machen zu können, wie konkurrenzfähig eine Nation im globalen Haifischbecken ist. Es wird nicht erfasst, das, was die Konkurrenzfähigkeit junger Leute ausmacht. Fremdsprachenkenntnisse, kulturelles Wissen, geschichtliches Wissen, geografisches Wissen. Bis hin zu solchen Aussagen, mit denen viele Schüler nichts mehr anzufangen wissen. Der mittlerweile leider verstorbene frühere Bundesverteidigungsminister Peter Struck hat gesagt, Deutschland wird am Hindukusch verteidigt. Da machen die Schüler heute so, weil sie nicht wissen, was der Hindukusch ist. Ja, weil sie es erst googeln müssen, und googeln können sie auch nicht, weil sie nicht wissen. Wer nichts weiß, muss alles glauben. Wer nichts weiß, kann nicht mehr richtig googeln. Das ist eine der Folgen. Und dann eben natürlich die Leistungsfeindlichkeit, muss man nochmal deutlich sagen. Leistung wurde als etwas Faschistoides hingestellt. Mhm. Leistungsstress, Leistungsdruck, Leistungsterror. Wir haben noch in den 80er, 90er Jahren Bildungspolitiker gehabt, bildungspolitische Programme gehabt, wo drin stand, wer Leistung nach Auschwitz fordert, muss sagen, was er damit meint. Also eine unglaubliche, hundsgemeine, sage ich jetzt mal auf Bayerisch, demagogische Instrumentalisierung eines millionenfachen Leides, das im deutschen Namen 12 Jahre stattgefunden hat, für eigene Zwecke. Das ist nicht vorbei. Mittlerweile vielleicht nicht mehr im Sinne von Leistungsfeindlichkeit. Heute heißt es nur noch Schulstress, Schulstress, Schulstress. Und alle 2 Monate haben wir eine Studie, übrigens finanziert meistens von irgendwelchen Krankenkassen, dass 70% der deutschen Schüler unter Stress leiden. Ich glaube, die haben noch nie erlebt, wie Schüler in China oder in fernen Asien lernen. Eine Schulform, die ich nicht haben möchte. Einen Drill, den ich nicht haben möchte. Aber wir haben auch nicht den Mittelweg gefunden. Wir brauchen wieder, jetzt gleich als Ausblick, wir brauchen wieder mehr Leistungsorientierung in unseren Schulen. Den Kindern mehr zutrauen, mehr zumuten. Man kann ihnen mehr zutrauen. Wir brauchen Leistung, weil Leistung das einzig demokratisch legitimierbare Kriterium ist für Aufstieg. Früher,
Und für Emanzipation. Und für Emanzipation. Mhm. Früher bemaßen sich die Aufstiegschancen an anderen Kriterien. Geldbeutel, Gesinnung, Geburtsadel, Geschlecht. Diese vier Kriterien wurden ersetzt durch das Leistungsprinzip. Und noch was Wichtiges, was letztendlich unserer Gesellschaft wahnsinnig wehtut. Nur durch die millionenfache Leistungsbereitschaft, durch die millionenfache gezeigte Leistung von jungen Menschen und dann heranwachsenden und älteren Menschen ist Sozialstaatsprinzip denkbar. Ja? Und noch ein Punkt, mit dem ich das toppe. Ich weiß, das ist in Deutschland gar nicht opportun, das zu sagen. Wir brauchen gebildete Eliten. Wir brauchen Elitenbildung. Im angloamerikanischen Bereich hat man damit keine Probleme. Da sagt man, Eliten bringen einen Inequality Surplus, einen Mehrwert für die Gesellschaft insgesamt. Ja? Und es sind die vorderen 10% der besonders Leistungsfähigen, die letztendlich auch Fortschritt machen, die Leute mit sich ziehen. Allerdings habe ich ein bestimmtes, auch irgendwo philosophisch oder pädagogisch geprägtes Verständnis von Eliten. Ich spreche im Plural. Es gibt nicht nur die akademischen Eliten. Es gibt auch die Eliten im gewerblichen Bereich, im sozialen Bereich, im handwerklichen Bereich. Gut, im musikalischen Bereich und im sportlichen Bereich erkennen wir das an, aber sonst nicht. Plural, eine Pluralität von Eliten und da sind wir wieder ein bisschen auch bei Bildung und bei Pädagogik und bei Erziehung. Für mich ist nur dann jemand legitimerweise Elite, wenn er einerseits Leistungs- und Funktionselite ist, gleichzeitig aber auch Werte- und Verantwortungselite ist. Das ist meine Vorstellung von Bildung und deshalb auch mein Plädoyer für Elitenbildung. Warum? Ja. Warum wurden in den vergangenen Jahren so viele Lehramtsstudienplätze abgebaut? Warum hat man das gemacht? Weil die Kultusministerkonferenz, manche mehr, manche weniger unter diesen 16 Kultusministern, nicht bereit waren, eine mittelfristige oder gar langatmige Personalplanung zu machen. Weil man eine Personalplanung gemacht hat, immer nur mit Blick auf eine 4- oder 5-jährige Legislaturperiode. Das geht aber deshalb nicht, weil die Ausbildungspipeline eines Lehrers 5 Jahre Studium, 2 Jahre Referendariat, 7 Jahre dauert. Also, man hätte es besser wissen können, aber man hat sich nicht herangetraut. In kaum einem anderen Beschäftigungs- und Arbeitsmarktbereich ist der Personalbedarf, der Fachkräftebedarf so gut prognostizierbar wie im Schulbereich. Ich kenne als Kultusminister oder auch als Finanzminister exakt die Altersstruktur der vorhandenen Lehrerschaft. Differenziert nach Fächern, differenziert nach Schulformen. Ich kenne relativ gut prognostizierbar meine Schülerzahlenentwicklung. Der Gymnasiast des Jahres 2026 ist schon geboren. Der Berufsschüler des Jahres 2034 ist schon geboren. Da könnte man doch solide rechnen. Alles andere, was den Lehrerbedarf ausmacht, sind politische Setzungen, die ich selber in der Hand habe. Wie groß darf eine Klasse sein? Wie viele Stunden pro Woche muss ein Lehrer unterrichten? Wie viele Stunden pro Woche bekommt ein Schüler? An diesen 3 Stellschrauben hat man gedreht. Ja, die Klassen dürften größer werden, die Lehrer mussten mehr unterrichten, die Schüler bekamen weniger Unterricht, begründet mit lauter Stress und so weiter mehr. Auf die Art und Weise hat man sich über die Runden gerettet, aber die mittelfristige und langfristige Finanzplanung eigentlich sträflich vernachlässigt. Mhm. Mal ganz plakativ gefragt, welche Bildung brauchen wir, Herr Kraus? Wir brauchen ein umfassendes Verständnis von Bildung. Bildung ist mehr als Qualifizierung. Bildung ist mehr als Ausbildung. Und ich glaube, wir sind im deutschen Kulturraum mit dem Bild von Bildung und Persönlichkeitsbildung, wie wir es haben aus dem deutschen Idealismus vor 200 Jahren. Humboldt, Schleiermacher, Schiller steht auch dafür, sehr gut gefahren. Persönlichkeitsbildung. Nochmal zurück zu dem, was PISA misst. PISA misst das Verwertbare, das Messbare. Und alles andere bleibt auf der Strecke. Ich möchte Leute, die kulturell geprägt und gebildet sind, dadurch eine Persönlichkeitsentwicklung erfahren. Leute, junge Leute, die auch, verzeihen Sie jetzt den Ausdruck, klingt ein bisschen hart, was Übernützliches mitnehmen. Die Zeit haben für Muse und Muse, für den Müßiggang und für die Göttin Muse, die ein
kanonisches Wissen haben. Vielleicht ist Ihnen bekannt, dass es ja die Redensart gibt, Wissen unter aller Kanone. Und das Gegenstück dazu kanonisches Wissen. Das ist eine Volksetymologie, die mal dadurch zustande gekommen ist, dass irgendein Gebildeter gesagt hat, mein Gott, was die wissen, ist unter eines jeden Kanons. Ein weniger Gebildeter hat das aufgeschnappt und hat das mit dem Kriegsgerät verwechselt. Unter jeder Kanone. Ja, kanonisches Wissen. Und wir sind weg davon. Schauen Sie sich, ich mache nur ein Beispiel. An einem Beispiel ist deutlich, will jetzt gar nicht in mein eigenes Fach Deutsch beispielsweise Germanistik einsteigen, wo man keine Gedichte mehr lernt, aber vielleicht kommen wir da noch mit dazu. In der Geschichte, der Geschichtsunterricht ist mittlerweile in einer Art und Weise abgespeckt worden, dass unter jungen Leuten ein historischer, vor allem auch zeitgeschichtlicher Analphabetismus um sich greift. 70% plus minus 10%, je nach Schulform und je nach Bundesland, 70% der jungen Leute wissen nichts anzufangen mit Daten wie 9. November, der in der deutschen Geschichte ja dreimal eine Rolle gespielt hat, mit 17. Juni, mit 13. August und so weiter mehr, von ferneren Daten, die manche Schüler sowieso eher der Steinzeit zuordnen, wie 1789 oder 1848, ganz zu schweigen. Das ist historischer Analphabetismus, der letztendlich auch politische Unmündigkeit ist. Konkretes Wissen, nochmal diesen Aphorismus von Marie von Ebner-Eschenbach, wer nichts weiß, muss alles glauben. Ich möchte wieder eine Bildung, die den Leuten Vorratswissen beibringt. Es reicht nicht, aber da kommt dann einer unserer Mitstreiter vielleicht noch mit dazu, es reicht nicht, Download-Knowledge zu haben, Instant-Knowledge, Just-in-Time-Knowledge zu haben, wo man sich möglicherweise auch in der Schule über so ein Mäusekino schnell was runterlädt und dann in eine Diskussion einstreut. Das ist der Tod einer jeden Debattenkultur. Gut gemeint ist ja oft das Gegenteil von gut. Sie kritisieren die sogenannten Helikoptereltern in Ihrem Bestseller Buch aus dem Jahre 2013, Helikoptereltern, die sozusagen die totale Lufthoheit, ne, über das Kind an sich reißen und zwanghaft alles um das Kind herum zu steuern versuchen. Sie sprechen sich klar gegen diesen Förderwahn aus, gegen eine Überbehütung und Verwöhnung durch die Eltern, und kritisieren eine planwirtschaftlich oktroyierte Erziehung. Was machen diese Eltern falsch? Und was ist eigentlich das Ziel dieser Bevormundungspolitik? Also ich habe den Begriff Helikoptereltern nicht erfunden. Der kommt aus Amerika, Helikopterparents, Helikopterparenting. Meine vielleicht gedankliche Leistung ist, dass ich drei Arten von Helikoptereltern unterschieden habe, Transporthubschrauber-Eltern, Rettungshubschrauber und Kampfhubschrauber-Eltern. Das müssen wir noch mal ganz kurz erklären, was mit den drei. Also, Transporthubschrauber-Eltern, das war das, was man früher mit Taxi-Mama bezeichnet hat, ja, die mittlerweile die Zufahrten zu den Schulen verstellen, sodass nicht einmal mehr die Schulbusse durchkommen, weshalb mittlerweile Hunderte und Tausende von Schulen in Deutschland dazu übergegangen sind, Kiss-and-Go-Zonen einzurichten. Kiss-and-Go-Zonen anhalten, aussteigen lassen, weiterfahren, damit der Verkehr wieder frei wird. Machen die natürlich auch nicht. Sie tragen den Schulranzen rein, die Mamis, und sie helfen beim Ausziehen des Anoraks, beim Anziehen der Hausschuhe, verwickeln dann die Lehrerin in ein Gespräch in der zweiten Klasse. Kann mein Kind aufs Gymnasium gehen? Und so weiter. Also die Transporthubschrauber-Eltern, die Rettungshubschrauber-Eltern, die sofort zur Stelle sind, wenn ein Kind mal von einem Lehrer schief angeschaut worden ist, dann geht das auf die Toilette, holt sein Handy raus. Mama, ich habe Bauchweh, ich habe gerade im Abfragen eine 4 gekriegt oder ich habe mein Turnsäckchen vergessen. Kannst du mir das liefern oder mich abholen? Und natürlich dann die Kampfhubschrauber-Eltern, die ich auch erlebt habe, die mit keiner Sitzordnung, mit keiner Pausenverpflegung, mit keiner Klassenzuweisung, mit keiner Note einverstanden sind, die mich dann als Oberstudiendirektor belehrt haben, als ich einem Vater geschrieben habe, er soll doch für seinen verhaltensauffälligen Sohn in der 7. Klasse vielleicht mal professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Schreibt er mir zurück. Nein. Wissen Sie noch nicht, Sie Oberpädagoge, dass es verhaltensauffällige Schüler nicht gibt? Es gibt nur verhaltenskreative Schüler. Ja? Und wir brauchen keine Duckmäuser, die wir in Deutschland heranziehen, sondern wir brauchen freie Menschen. Also, was machen diese Eltern? Schulz, sie machen das Gegenteil vom
anderen Extrem von Eltern, die sich um nichts kümmern. Sozialpolitisch das größere Problem. Sie machen alles und noch mehr. Kontrollwahn, Förderwahn. Ja? Die Kinder pampern bis ins, entschuldigen Sie, bis ins dritte Lebensjahrzehnt. Weil es halt so schön ist, von zu Hause aus zu studieren. Man war vielleicht mal zwei Semester draußen, 50 oder 350 Kilometer entfernt beim Studium. Und dann kommt man zurück, weil es doch bei Mama so bequem ist. In Amerika gibt es da, ich bin kein Freund von Anglizismen, aber da gibt es diesen wunderschönen Begriff, die nennt man dann die Boomerang Kids. Ja, warum? Weil sie nie selbstständig geworden sind. Sie haben sich immer auf andere verlassen, die einen raushauen, die sich mit dem Lehrer auseinandersetzen, die sich mit den Eltern von anderen Kindern auseinandersetzen, weil es da mal eine Rangelei gegeben hat, die Förderwahn betreiben, die als Mama eines Zweitklässlers einen Latein-Volkshochschulkurs belegen, damit das Kind dann in der fünften Klasse mit Latein anfangen kann. Ja. Kontrollwahn, mittlerweile auch Handys für Achtjährige mit GPS-Ordnung, Ortung, wo es ein Alarmzeichen gibt, wenn der einen definierten Aktionsradius von 300, 400, 500 Meter verlässt. Ja, also es werden unselbstständige Menschen daraus. Und ohne dass das mein Metier wäre, lassen Sie mal zwei junge Menschen, die so erzogen wurden, die die Verantwortung immer an andere delegieren und die immer gepampert werden, in Watte gepackt werden wollen, lassen Sie die mal männlich, weiblich zusammenkommen und heiraten. Ich sage Ihnen, das gibt katastrophale Ehen. Ja. Ja, das ist dann der doppelte Bumerang, ne, sozusagen. Sozusagen, ja. Was lieben Sie als Träger des deutschen Sprachpreises besonders an der deutschen Sprache? Die sprachliche Selbstvergessenheit der Deutschen. Und dafür gibt es eine Menge Symptome. Das ist die Anglomanie der Deutschen. Man will modern sein, man will in sein. Es gibt mittlerweile ein Anglizismenlexikon. Das große Verdienst dieses Anglizismenlexikons besteht aus 7000 in Deutschland üblichen Anglizismen. Das große Verdienst ist es, die nicht nur aufgespießt, damit angeprangert zu haben, sondern auch Vorschläge gemacht zu haben. Ja, ich war selber mal ein bisschen daran beteiligt mit dem großen Journalistenpapst Wolf Schneider, ja, den ich kürzlich 92-jährig noch unglaublich vigilant in Starnberg besucht habe. Deutsch für Profis, das haben wir Deutsch damals Profis, gepaukt. Als Journalist. Nur in einem Punkt habe ich ihm immer widersprochen, als er gesagt hat, ein deutscher Satz darf nicht länger als 7 Wörter sein. Ja. Naja, gut, also. Ja, sagen wir 12 oder 13. Okay, wenn ich komplexe Gedanken rüberbringen will. Also, die Anglomanie der Deutschen. Dann mittlerweile, kriegen wir vielleicht später dann in einem anderen Zusammenhang einmal dargestellt, dieser linguistische Genderismus. Ja. Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Terroristinnen und Terroristen eher nicht, Verbrecherinnen und Verbrecher auch. Kuckucksurbauerinnen und Kuckucksurbauer. Ja, Hündinnen und Hundesteuer, ja gut, das natürlich nicht. Ja. Und um das Ganze geschlechtlich zu neutralisieren, gibt es mittlerweile Professuren für Genderlinguistik, die machen dann so geschlechtsneutrale Vorschläge wie Studierendenwerke, ja, Fußgehendenbrücke. Ja. Bankausraubende Person. Also geht's noch. Es ist unglaublich, was der deutsche Steuerzahler sich hier leistet. Ja, wir lachen, das ist Realität. Nein. Es wird Ihnen jetzt das Lachen im Hals stecken bleiben, ja, wenn ich Ihnen nur drei Zahlen nenne. Wir haben in Deutschland 110 Professuren für alte Sprachen. Altgriechisch, Latein, Hebräisch, 110. Wir haben 190 Professuren für Pharmazie. Also das, was mit unserer Gesundheit eine Menge zu tun hat. So, und jetzt kommt's. Wir haben 220 Professuren für Genderforschung. Da stimmt doch was nicht. Professuren für Genderlinguistik, wo dann so verrückte Vorschläge gemacht werden. Na gut, wegen der Sprachvereinfachung sollte man nicht mehr Lehrerinnen und Lehrer, Bürgerinnen und Bürger, Wählerinnen und Wähler sagen, sondern das Lehrix, das Schülerix. Papa, Mama sowieso nicht mehr, sondern auf EU-Ebene Parent One, Parent Two. Die Sozialisten in Spanien wollten einführen Progenitor A, Progenitor B, weil ja Papa und Mama zu geschlechtsspezifisch ist. Ja. Also das kommt dazu und dann kommen natürlich auch pädagogische oder sprachpolitische Sünden mit hinzu. Die Rechtschreibreform war
Sprachbarbarei. Und ich habe einmal gesagt, dafür aber einen heftigen Protestbrief des Legasthenikerverbandes gekriegt, ich habe einmal gesagt, die Rechtschreibreform war der Kniefall vor der fortschreitenden Legasthenisierung der Gesellschaft. Da ist was dran. Es ist Verarmung von Sprache. Es ist Erschwerung der Lesbarkeit. Wenn das Komma nicht mehr gesetzt werden muss, sondern gesetzt werden kann, vor einem erweiterten Infinitiv. Wenn nicht mehr unterschieden werden muss zwischen Zusammen- und Getrenntschreibung. Der Merzhäuser ist mir wohl bekannt. Wenn ich das zusammenschreibe, gut bekannt. Wenn ich auseinanderschreibe, wohl bekannt, naja, vielleicht bekannt. Die Rechtschreibreform, habe ich in einem FAZ-Artikel geschrieben, ist vielversprechend auseinandergeschrieben, aber nicht vielversprechend zusammengeschrieben. Diese semantischen Differenzierungen kann man nicht mehr machen, muss man nicht mehr machen. Und dann die pädagogischen Sünden. Dass in manchen Klassenstufen, auch des Gymnasiums, der Deutschunterricht auf 3 Stunden reduziert wurde. Dass Auswendiglernen out ist. Dass es keinen Lektürekanon mehr gibt, übrigens auch in Bayern. Ich habe den aktuellen Lehrplan Plus, so heißt der, für das neue Bayerische Gymnasium durchgeschaut, für Deutsch, 70 Seiten. 300 Mal der Begriff Kompetenzen. 60 Mal die Abkürzung GGF, gegebenenfalls, also Beliebigkeitsprinzip. Und ein Dichtername, gegebenenfalls Goethe Faust. Und das nennt sich Lehrplan Plus. Bei der Podiumsdiskussion vor rund einem Jahr, da war der Ludwig Spenlich noch Kultusminister, habe ich gesagt, Herr Staatsminister, haben Sie sich diesen Lehrplan auch mal angeschaut? Lehrplan Plus. Ich würde mal eher sagen, da liegt ein mathematischer Vorzeichenfehler vor. Also, und dann bis hinein in die Einzelstunde, in Prüfungsarbeiten Deutsch. Man verlangt nicht mehr, dass jemand eine halbe oder eine ganze Seite einen Gedanken nachvollziehbar formulieren kann, sondern Multiple-Choice-Aufgaben ankreuzen, Lückentexte zustöpseln, bis rauf in die 8., 10. Klasse. Das ist Sprachbarbarei. Und da braucht man sich nicht wundern, wenn alle Fächer die Leidtragenden sind. Natürlich ist Deutschunterricht nicht alles, aber ohne sprachliche Qualifikation, Sie haben es mit anderen Worten gesagt, ist alle andere Bildung nichts. Um politisch korrekt zu sein, darf man heute zum Beispiel nicht mehr sagen, Mohrenkopf oder Zigeunerschnitzel. Haben Sie da noch weitere Beispiele, wo sozusagen die deutsche Sprache ja, neu definiert wird? Ja gut, ich habe die Beispiele genannt mit der Gender. Mit der Gender. Ja. Gut, ja. In Hamburg gibt es keine Schwarzfahrer mehr, sondern Personen ohne gültigen Fahrausweis. Zum Beispiel. Und da kommen natürlich mit dazu, es sind ja nicht nur gewisse Tabu-Begriffe, die man nicht mehr verwenden darf. Sie dürfen auch nicht Flüchtlingskrise sagen. Sie dürfen auch nicht flüchtlich sagen. Sie müssen Schutzsuchende sagen. Wobei ich manchmal den Eindruck habe, dass die Bio-Deutschen mittlerweile die Schutzsuchenden sind. Aber okay, das ist ein anderes Thema, das lasse ich jetzt mal weg. Und ansonsten aber Euphemismen, Beschönigungen. Ich habe das eine Beispiel genannt für verhaltensauffällig, verhaltenskreativ. Für dumm, einseitig begabt. Für faul, demotiviert. Wobei das immer natürlich verbunden ist mit der Ursachenzuweisung. Wenn einer demotiviert ist, dann ist er nicht von sich aus faul, sondern ist er zum Beispiel von einem Lehrer demotiviert worden. Ja. Also in diese Richtung Sprachregelungen letztendlich aus der PC, aus der politisch korrekten Sprache. Interessant übrigens, jetzt mal ganz kurz einen Bogen geschlagen. Diese ganze Umerziehung durch die 68er hat eine Menge zu tun mit der Absicht der Westalliierten von Re-Education. Ist ja die wörtliche Übersetzung, Umerziehung. Ja. Kam aus Amerika. Obwohl diese Linken damals bis zum heutigen Tag, auch ihre Epigonen und ihre Enkel, einen ausgesprochenen Anti-Amerikanismus pflegen. Die wollten mit Amerika nichts zu tun haben. Und eine Enkelgeneration, so habe ich das in einem Kapitel beschrieben, eine Enkelgeneration der 68er ist zum Beispiel der Genderismus. Ja. Eine andere Enkelgeneration ist die Sprache der Political Correctness. Ja, im Grunde genommen Sprachregelungen à la Wahrheitsministerium, Mini-Wahr, zweideutig abgekürzt, von George Orwell. Ja. Gesinnungsdiktate, die letztendlich damit zusammenhängen. Wenn ich bestimmte Begriffe nicht mehr verwenden darf, Schweigespirale oder nach unten eigentlich, hat die Nelly Neumann gesagt, dann kann ich darüber nicht denken, dann kann ich darüber nicht urteilen. Und da gilt das, was der berühmte britisch-österreichische Philosoph
Ludwig Wittgenstein gesagt hat, die Grenzen meiner Sprache, wenn ich bestimmte Wörter nicht habe, sind die Grenzen da, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Und so wird man umerzogen, über sprachliche Regelungen. George Orwell ist ja letztendlich das Wahrheitsministerium dann auch nicht weit weg, wie er das gesehen hat. Ja, sage ich ja, da gibt es ja eine Hauptperson, die ständig Wörter tilgt, die man nicht mehr haben will, und andere Wörter erfindet. So ist das, ja. Ist das Deutsche in der EU ausreichend verankert? Nein, absolut nicht. Das Deutsche ist unter den EU-Bürgern die weitest verbreitete Muttersprache. Mhm. Nicht nur in Deutschland. In Österreich, gut, Schweiz ist kein EU-Land, in Luxemburg, in Belgien, in Südtirol und so weiter. All diese Länder haben das Deutsche als anerkannte Landessprache in ihrer Verfassung. Wir haben es nicht in unserer Verfassung. Ich befürchte, jetzt steht ja der Brexit bevor, den ich für sehr gefährlich halte, übrigens auch sicherheitspolitisch. Wenn eine der stärksten Armeen in Deutschland, die Briten dann vielleicht da auch noch rausgehen, entgegen den Vorstellungen der Kanzlerin, die sie gestern vor dem Europäischen Parlament verbreitet hat, das ist eher eine Chimäre oder eine abgehobene Vision einer europäischen Armee. Wenn die Briten draußen sind, gibt es in der EU nur noch etwa 5 Millionen englischsprachige Native Speakers. Die paar auf Malta und die auf Irland. Ich befürchte, dass die deutsche Sprache nicht gewinnen wird, weil man mittlerweile, manche nennen das Linguistic Submissiveness, deutsche Unterwürfigkeit, weil man mittlerweile dazu übergegangen ist, als Deutscher auch in Brüssel Englisch zu reden. Weil man in deutschen Vorständen unter 12 Leuten, wenn ein Engländer oder Amerikaner dabei ist, Englisch spricht. Weil in vielen Wissensbereichen, Wissenschaftsbereichen, ja, das Deutsche überhaupt nicht mehr anerkannt ist. Sie können heute als Mediziner mit der deutschen Sprache nicht mehr realisieren, und dann haben wir leider auch einen Universitätspräsidenten, der ab 2022, ja, das Englische als die Standardsprache im Lehrbetrieb haben möchte. Der hat eines vergessen. Erstens, dass die wenigsten Professoren so ausdrucksstark im Englischen etwas rüberbringen können wie in der Landes- und Muttersprache. Und er hat eines vergessen, dass der Gebrauch der Landes- und Muttersprache, ja, im Ausbildungsbereich, im universitären Bereich, natürlich auch sehr viel mit Demokratisierung von Wissenschaft, mit Demokratisierung von Wissen etwas zu tun hat. Also ich bin da in großer Sorge, aber wir haben das alles geschluckt. Wir haben es im Bundestag geschluckt, die Bundespolitik hat es geschluckt, dass EU-Dokumente erst mal nur auf Französisch und Englisch erschienen sind und viel, viel später, wenn überhaupt, auf Deutsch erschienen sind. Ja. Braucht es einen Literaturkanon, den alle Schüler lesen sollten? Ja, natürlich. Natürlich, bei gewissen Wahlfreiheiten. Ja. Ich bin groß geworden, und das war in Ordnung so, als Schüler und als Deutschlehrer, dass es einfach pro Gymnasialklasse zur Auswahl eine Anzahl von Werken gab, mit steigender Jahrgangsstufe quer durch die literarischen Epochen. Das hat mit kulturgeschichtlicher Bildung zu tun, das hat mit sprachlicher Bildung etwas zu tun. Aber wir haben eben, Stichwort Lehrplan Plus, das alles rausgenommen, Beliebigkeitsprinzip. Einen Literaturkanon, über einen Literaturkanon zu verfügen, bedeutet sprachliche Bildung, bedeutet kulturelle Identität, bedeutet Kommunikationsgrundlage. Wer nicht eine gewisse Basis an literarischer Bildung hat, der versteht bestimmte Anspielungen, der versteht bestimmte Redensarten einfach nicht. Genauso wie derjenige, der sich nicht ein bisschen in der Bibel auskennt, auch Hunderte von Redensarten, die der Bibel vorkommen, nicht nachvollziehen kann. Ja, also alleine von daher, wir sind eine Kulturnation, wenn wir es bleiben wollen, gehört das mit dazu, dass bestimmte herausragende Werke von den jungen Leuten auch gelesen werden. Also Schüler sollten auch Gedichte auswendig lernen, wie wir das noch gelernt haben? Ja, absolut. Schillers absolut. Glocke und Co. Ach, Schillers Glocke, ja. Ist ja so lang. Ja.
das oder hat Bürgschaft das, und so weiter. Ja, ja. Nein, das hat seinen Zweck. Mhm. Aus den genannten kulturbildenden, sprachbildenden Gründen. Auch aus mnemotechnischen Gründen. Gedächtnisübenden Gründen. Ja, möchte ich, dass das wieder gemacht wird, aber aus pädagogisch-populistischen Erleichterungs- und spaßpädagogischen Gründen hat man darauf verzichtet, was noch vor 20, 25 Jahren üblich ist, dass man per Lehrplan den Deutschlehrern vorgegeben hat, pro Jahr 3 Gedichte lernen. Das ist weg. Das ist weg. Man traut es den jungen Leuten nicht mehr zu, beziehungsweise man hat Angst vor, jetzt nehme ich die amerikanische Übersetzung von Kampfhubschrauber-Eltern vor, Black Hawk Parents. Ein amerikanischer Kampfhubschrauber. Ja. Also, aus den beiden Gründen, aufgrund kultureller Bildung, 3 Gründe, sprachlicher Bildung und aus mnemotechnischen Gründen, wäre das auch für die Zukunft enorm wichtig. Und treffen Sie heute mal Leute, meinetwegen im Großelternalter, die dann voller Stolz noch sowas rezitieren. Solche Großeltern haben wir bald nicht mehr. Haben Sie ein Lieblingsgedicht? Ja gut, da habe ich natürlich mehrere. Mhm. Und ich habe ja auch viele, vielleicht nicht mehr ganz präsent, selber auswendig gelernt, wenn ich es von meinen Schülern verlangt habe. Mhm. Natürlich den Erlkönig. Die Geister, die ich rief, werde ich nicht, nun nicht los. Könnte man jetzt auch beziehen auf Schulpolitik und sogenannte moderne Pädagogik. Natürlich die eine oder andere Ballade. Und jetzt ganz aktuell, weil es mich selber irgendwo ein bisschen geschmerzt hat, eines meiner Lieblingsgedichte, die Handschrift dazu, das haben Sie vielleicht gelesen, ist im Haus von Gottschalk in Kalifornien verbrannt. Wissen Sie was? Rilkes Panther. Da ist mir jetzt eine eingefallen, nur mit 3 Strophen. Mit 3 Strophen, jeweils 4 Zeilen. Aber nee, Sie wollen ja andere auch noch dran. Ja, die 3 schaffen wir noch. Aber eine mindestens. Ich befürchte ja, dass Sie mich dann fragen, warum ich mich mit dem Gedicht identifiziere. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe. So müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um einer Mitte, in der ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich leise auf, dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Hat jetzt vielleicht nicht jedes Wort so ganz genau gestimmt, aber die Reime haben gestimmt. Und ich nehme Ihnen jetzt die Frage vorweg. Natürlich ist es ein melancholisches, wenn Sie so wollen, ein kulturkritisches Gedicht. Ja. Aber warum mir dieses Gedicht gefällt? Ich will ein solcher Panther sein, der ausbricht. Und das werde ich hoffentlich, wenn mir der Herrgott die Gesundheit lässt, noch viele Jahre tun wollen, politisch auszubrechen. Im Sinne dessen, was Sie mir in den Mund gelegt haben, ich will eine bürgerliche Revolte für anspruchsvolle Bildung, ja, von Panthern, die ihre Kraft auch rauslassen. Herzlichen Dank, Josef Kraus, für Ihr messerscharfes, muss ich sagen, Plädoyer gegen die Spaßpädagogik und auch diese klassenlose Einheitsschule. Wir haben Sie so schön gesagt, denn wenn alle das Abitur haben, dann hat keiner mehr Abitur.